Ein altes Henkersprichwort besagt, auch ein Henker fühlt sich in seiner Ehre bedroht, denn es gibt nicht wenig Konkurrenz in dem Geschäft mit dem Tod. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance Part 212. Ja, dem Hermann, dem sollen wir jetzt ein bisschen helfen, denn hier ist Konkurrenz angerückt aus Kuttenberg. Ja, ein anderer Henker soll Hinrichtungen vornehmen, die eigentlich dem Hermann vorbehalten waren ursprünglich. Ja, und damit dieser andere Henker sich blamiert, sollen wir wahrscheinlich so einiges sabotieren. Darauf läuft es höchstwahrscheinlich hinaus, wie wir erfahren haben. Aber dazu mussten wir erstmal herausfinden, welche Todesarten den Delinquenten denn bevorstehen, ja, den drei Verbrechern. Wir haben herausgefunden, ich gehe mal aufs Journal nochmal, genau, wenn alle Stricke reißen, also heißt die Quest zunächst einmal. Da gibt es einmal Peter von Dauber, das ist halt ein mehrfacher Mörder, aber auch ein Adeliger. Also da haben wir herausgefunden, ein Adeliger stirbt höchstwahrscheinlich durch das Schwert, ne? Ganz klar. Das war eindeutig, das andere war nicht mehr so eindeutig, ist ein schrecklicher Mensch, der andere gern leiden sieht, ja. Der hat auch einen Kinderarm irgendwie als Kerze in der Hand gehabt, also ganz schrecklich, ne, wie wir von dem Vogt erfahren haben, also ein totales Tier, wenn man so möchte. Ne, aber da würde ich mal sagen, der wird wahrscheinlich gerädert und irgendwie, ja, also da kommen noch ganz andere Sachen in Frage für denjenigen hier. Also der wird wahrscheinlich vorher noch richtig gequält werden, weil er eben auch Menschen gerne quält oder gequält hat. Georg Weiß, ein kaltblütiger, mehrfacher Mörder, ist einfach mal ein Mörder. Ist jetzt auch kein Adeliger oder so, ne? Zumindest ging das nicht daraus hervor, da heißt er auch nicht von. Also wird er wahrscheinlich durch einen Strick getötet, ne? Ich denke mal, keiner von denen kommt in Frage. Na gut, jetzt würde er vielleicht noch in Frage kommen, dass der eingebuddelt wird oder sowas, ne? Und im lebendigen Leib und sowas, also irgendwann mit Folter und Pipapo, denke ich mal schon, dass das da in Frage kommt. Gut, aber jetzt müssen wir mit... Moment, wo ist er denn? Mit dem guten Sprechen hier, mit dem... wo ist denn der jetzt? Mit dem Hermann. Achso, der ist wieder zu Hause. Ach man, verdammt. Gut, ja, dann müssen wir da hinreiten. Leider Gottes. Aha. Warum macht das uns denn so schwer? Platz da, hier kommt der Vogt. Ohne jetzt Amtsanmaßung, ne? Ne, obwohl ich bin ja adelig, also insofern würde ich mich ja eher hin runterstufen, ne? Wenn ich mich hier als Vogt bezeichnen würde. So. Wir sind ja jetzt der Sohn eines Adeligen, damit ja auch automatisch adelig, ne? Das ist halt das Geburtsrecht. Also insofern macht das auch alles Sinn, ne? Dass er jetzt zum Ritter oder so mehr oder weniger aufgestiegen ist. Heinrich, ne? Das war ja immer so ein, ja, so eine ludinarrative Dissonanz, dachte ich zumindest zunächst, dass eben zugunsten der Spielmechanik ein Schmiedesohn zum Ritter aufsteigen kann, aber dem ist zum Glück nicht so. Also ist das Spiel dahingehend sehr authentisch, denn wir sind ja ein adeliger Sohn. So, auch wenn sich das jetzt erst in den letzten Spielstunden herauskristallisiert hat. Okay, mein Guter. Wir haben wahrscheinlich Möglichkeiten gefunden, ja. Weißt du, was sie getan haben? Hast du in den schwarzen Chroniken gelesen? Das haben wir. Diesmal wirklich. Sag mir, was du weißt. Und ich versuche, etwas daraus zu machen. Aber bedenke, dass ich mir nur etwas einfallen lassen kann, wenn du alle Informationen aus den schwarzen Chroniken beschaffst. Jeder Henker hat seine eigene Vorgehensweise. Und dieser Bastard könnte etwas anderes vorhaben. Ach so. Na, das meine ich ja, ne? Das wissen wir aber nicht so. Peter von Dauber. Peter von Dauber hat viele Menschen auf dem Gewissen, ist aber ein Adliger. Das heißt... Oho, begraben. Ach so. 30 Hiebe, nee. Auf ihn wartet der Scheiter auch. Nee, er wird von Pferden zertifiziert. Na gut, ein Schwert ist ja dann geköpft, ne? Ja. Sein Kopf wird wohl rollen. Das ergibt Sinn. Ja. Seine Verbrechen wiegen schwer, aber er ist ein Adliger. Also erwartet ihn kein unehrenhafter Tod. Tod ist Tod. Also, schlimm genug. Ob mit dem Schwert oder durchs Hängen, ne? Obwohl, Schwert geht schneller wahrscheinlich. Beziehungsweise, wenn der Henker sein Handwerk versteht. Warte mal.
Der war durch den Strang, ne? Der war nicht ganz Georg so krass. Georg Weiß ist ein blutrünstiger Bastard, der eine Spur aus Leichen hinterlassen hat. So wie er das betont, könnte man denken, da würde noch was anderes in Frage kommen als hängen. Bin ich begraben. Er verdient keinen ehrenhaften Tod und wird deswegen wohl am Galgen baumeln. Ein Mörder hat nichts anderes verdient. Macht Sinn. Okay, er sagt auch, er stimmt auch immer zu. Wenn wir jetzt wahrscheinlich arg daneben liegen würden, dann wäre wahrscheinlich auch nicht zustimmen. Dann würde sagen, hä, das macht doch keinen Sinn oder so. Vielleicht als kleiner Tipp. Weiß ich nicht, ob die Quest dahingehend so das vorsieht. Forster, der ist ja... Forst-Herald ist der Schlimmste. Ja. Ein Scharge des Teufels. Seine Taten stellen die eines Dämons in den Schatten. Ja. Also, ja, nee, ertränkt wird er nicht. Er wird lebendig begraben. Ja, da wurde er gefoltert halt. Ne? Er hiebe sowieso nicht. Scheiterhaufen. Da war gar nicht die Rede davon in der Chronik. Ne? Da wurde keiner verbrannt bisher. Ich glaube, da kommen auch eher die Ketzer hin, oder? Ja. Schlimm genug. Er wird ertränkt. Nee, das auch nicht. Das wäre, wenn er ein Brandstifter gewesen wäre, ne? Ein Adliger wird geköpft, gehängt wird ein Mörder, ein einfacher Mörder. Lebendig begraben, das würde oder das? Na gut, gerädert und Herz rausreißen und so weiter, dann ist ja gefoltert, so, ne? Fleisch rausreißen, so war das ja. Herz rausreißen ja nicht, dann wäre er sofort tot, dann wäre er keine Folter mehr. Ich denke mal, er wird gefoltert, genau. Mit dem wird sich der Henker Zeit lassen. Er wird uns seinen Tod betteln. Wenn ich mich nicht irre, beginnt er mit dem Fleischreißen. Oh. Könnte stimmen. Er hat es verdient. Also, haben wir alles, was wir brauchen? Wir haben alle Möglichkeiten bedacht. Mehr können wir nicht tun. Nee. Genau, also, wie sieht der Plan aus? Fleischreißen, hängen, köpfen. Eines Henkers größter Stolz ist es, jemanden mit nur einem Schlag köpfen zu können. Das ist eine Kunst, die viel Übung erfordert. Aber wenn die Klinge stumpf ist... Ich verstehe, aber wie komme ich an das Schwert? Das wird schwierig. Oh, das Schwert ist eines der wertvollsten Werkzeuge des Henkers. Vertauschen. Könnte man es nicht gegen ein anderes austauschen? Das würde er bemerken. Ist schließlich kein gewöhnliches Schwert. Ach so. Es ist schwerer. Die Spitze ist stumpf und die Balance ist anders. Ich könnte deines nehmen und... Das würde ihm auch auffallen. Ein Henker kennt sein Schwert in- und auswendig. Er würde es merken, sobald er es in die Hand nimmt. Okay. Also stehlen. Stehlen? Das sollte genügen. Also muss ich es stehlen, stumpf machen und zurücklegen, bevor einer etwas merkt. Ach, scheiße. Ja, das ist wohl der einzige Weg. Oh je, das klingt aufwendig. Ja. Ach, verdammt. Wie mache ich das Schwert stumpf, ja? Und wie mache ich es stumpf? Soll ich auf eine Mauer einschlagen? Ich dachte, dein Vater wäre Schmied. Es reicht, den Grat zu verhunzen. Das macht auch weniger Lärm. Oh, das ließe sich ja also sehr leicht machen. Aber wer leidet darunter, ne? Die Delinquenten natürlich. Oh, das ist ja fies eigentlich. Wir machen es für die ja noch schlimmer. Ich meine, das sind zwar blutrünstige Menschen, aber... Man muss ja ihren Leidensweg nicht noch unnötig, ne? Oh, weia, ey. Stumpfes Schwert. Oh, das ist heftig. Na gut, dann bricht das Genick. Ne? Ja, also er wäre so oder so tot, denke ich mal sofort. Aber der Kopf fliegt halt nicht gleich ab. Also insofern, ja. Oh Mann. Über was reden wir ja eigentlich? Wie wäre es mit Vertauschen? Also stehlen, genau. Okay, das sollte genügen. Das sollte genügen. Ja, denke ich auch. So, das Fleischreißen. Fleischreißen muss der Bastard leiden, aber so lange wie möglich überleben. Aber wenn er gleich zu Beginn tot umfällt, dann steht der Henker dumm da. Jo. Aber wie kann ich das bewirken? Ich weiß nicht. Das hängt vom Können des Henkers ab. Ein erfahrener Henker fängt dort an, wo es nicht zu heftigen Blutungen kommt. An den Seiten, an der Brust. Und der Kuttenberger Henker ist gewiss erfahren. Ohne Zweifel. Sie verwenden eine spezielle Zange und währenddessen werden die Wunden versorgt, damit der Verurteilte länger am Leben bleibt. Ein besoffener Medikus vielleicht.
Ah, was mit Gift, genau. Eventuell könnte man die Zange mit etwas benetzen. Und du wüsstest womit? Ich kenne mich da ein bisschen aus und könnte etwas besorgen. Hey, habe ich nicht das noch Gift dabei? Gehen. Gute Idee, Heinrich. Gut, Aroma Gift. Das sollte das genügen. Das sollte genügen. Ja, das hat er ja schon erst aktiviert, deswegen haken wir bei dem anderen gar nicht erst nachhängen. Was ist mit dem Galgen? Mit dem Anschneiden, ne? Wenn das Seil reißt, ist das eine unfassbare Strafe für den Henker. Na, perfekt. Der Pöbel sieht es als den Willen Gottes an und manchmal muss der Verurteilte dann sogar freigelassen werden. Boah, das klingt doch gut. Durchschießen. Ich könnte es tauschen. Anschneiden, würde ich mal sagen, wäre am besten, oder? Ich bezweifle, dass das klappt. Oh. Er würde es vor der Hinrichtung überprüfen, wenn er den Galgen vorbereitet. Hm. Und würde es wahrscheinlich merken. Okay, austauschen. Und wenn ich es austausche? Na gut, das kriegt er auch mit, denn, wenn er es überprüft. Klappen. Ich habe hier ein altes Seil, das ich nicht mehr verwende. Sieht in Ordnung aus, ist aber morsch. Gut, ich versuche es. Ausgefranster Strick, den haben wir jetzt bekommen. Boah, das sollte genügen, ne? Denke ich das auch. Das sollte genügen. Könntest durchschießen, ist so eine Sache, ne? Dann ziehen wir aus Versehen daneben und dann fallen wir auf, damit wir dann durch die Gegend ballern in der Stadt. Das ist sowieso eine schlechte Idee. Gut, dann haben wir das ja. Danke. Oh Mann, was heißt danke? Wir machen die ganze Arbeit, ja, die Drecksarbeit sozusagen. Sabotiere die Hinrichtung. Ja. Cool, witzig. Oder irgendwie, also, irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht. Bin auch unentschlossen. Also, danke. Nee. Das ist ja nichts Neues. Gespräch beenden. Gut. Jo, na denn. Wunderbar. So geil. Achso, jetzt können wir ja nicht schnell Reise aktivieren. Das geht ja noch schneller. Oh, weia, wo ist denn der Henker eigentlich wohl? Wo soll man das jetzt... Moment, ich gucke erstmal, ob ich Gift dabei habe, ne? Das wäre vielleicht mal nicht... Hier gehört es zur Nahrung. Scheiße, ich habe natürlich kein Gift mehr. Oh, Mensch. Das hat nicht mal mehr Gift dabei. Na, vielleicht können wir was kaufen, oder? Unbekannter Trank? Na, ist ja kein Gift. Ich hatte doch so viel Gift. Musste ich wohl alles spenden. Ne? Wartet mal. Ja, vielleicht habe ich noch in meiner Truhe hier irgendwas. Das wäre natürlich ideal. Vielleicht habe ich da ein bisschen Gift reingesteckt in die Truhe. Also bei Gelegenheit. Da sind Tränke. Ja. Kein Gift leider. Nur irgendwelche besonderen Tränke. Och man, muss ich wieder was brauen. Na, vielleicht kann ich es ja kaufen beim Apotheker, ne? Ich probiere das mal. Aber ist natürlich am logischsten, ne? Dass man das vergiftet und dann muss der zumindest nicht lange leiden, ne? Also da verkürzen wir den Leidensweg auf jeden Fall. Ja. Na, ist das schon fast Tumoren. Naja, wir sind ja immer noch im Mittelalter, ne? Also insofern, ja. Da waren mal die Strafen relativ drakonisch. Das ist noch untertrieben, ne? Ist offen zum Glück. Hast du Gift? Als Apotheker. Eigentlich nicht seine Intention, ne? Lass uns handeln. Alles Gute. Alles Gute. Hast du Gift dabei? Nee, natürlich nicht. Oh. Ritterschnaps hat da. Moment, hier ist noch was. Rezept für... Bitte, bitte Gift. Bitte Gift, Gift, Gift. Nee. Oh, na, ich könnte Gift herstellen, wie gesagt. Aber... Ja, der hat natürlich nur Tränke, die den Menschen helfen, ne? In erster Linie. Aber mir würde es jetzt auch helfen, wenn ich jetzt Gift hätte. Oh man, ist hier schon wieder so spät, ne? Oh ja, wird schon wieder dunkel. Verdammt. Aber macht vielleicht Sinn, erst im Dunkeln hier aufzukreuzen, ne? Oh, ausgerechnet jetzt habe ich kein Gift mehr, ey. Ja, ja. Wo war denn hier das Kräuterweib? Ne, das ist natürlich die Mühle. Besonderer Ort. Oh, jetzt war es da oben. Ach, nee. Ah, der ist da, der Hein. Der Hein hier.
Leute, was mache ich denn da? Wo habe ich denn hier einen Kräuter-Vibe? Wenn ich hier wenigstens irgendwo was bauen könnte. Einen Bautisch habe ich ja hier auch nirgends. Doch, hier ist ein Alchemietisch. Wo? Nur da um der Ecke irgendwie. Zoom mal ran. Beim Apotheker? Leute heutzutage. Kein Funken Anstand. Nee, ne? Sorry. Ach, hier oben wahrscheinlich. Darf ich hier hin? Natürlich darf ich hier nicht hin. Was willst du hier? Geh und spiel deine Spiele woanders. Ja. Dann war der vielleicht hier draußen. Puh, ja. Ah, doch. Nee. Hä? Ne? Verwirrt. War hier kein? Nee, hier ist wohl keiner. Hier. Unten? Vielleicht unten. Nee, hier ist der Kacker. Nein, hier möchte ich nicht hin. Darf ich hier sein? Ja, hier darf ich sein. Aber ich glaube, das wäre bei dem Apotheker drin gewesen, ne? Na, oder hier oben. Müsste kennen, ne? Ne. Nee, das wäre wohl beim. Ach, naja, egal. Okay, wieder runter. Raus hier. Hier ist nichts für uns, leider. Da dürfen wir nicht hin. Haben wir keinen Zutritt. Ich hoffe mal, das hat sich jetzt wieder beruhigt hier. Ja, hier darf ich jetzt wieder rein, okay. Aber du hast ja leider kein Gift. Doch. Hier sind auf jeden Fall Fliegenpilze. Also erzähl mir nicht, dass du kein Gift hast. Vielleicht hier im Regal. Ah, vielleicht bei dem anderen Händler. Ne? Ich probier's nochmal bei einem anderen Händler, Leute. Also da muss doch irgendwo Gift geben, ne? Oder hier diese ganzen Händler, die einen hier die Ohren voll säuseln. Kommt und seht euch um! Ja, aber du hast auch nichts, du hast auch nur Lebensmittel. Leider. Ah, vielleicht hier, vielleicht hat er Gift. Gift. Ich brauche da nur Gift. Und etwas wechseln. Ah, hier stehen auch Kräuter auf jeden Fall. So, Junge, hast du ein bisschen Gift für uns? Ehrenwerte Grüße. Ja. Gott behüte dich. Ich könnte immer noch der Köchin befragen hier. Speisen, da war jetzt ein Trunk, aber kein Gift, kein Gift. Retterschnaps hat er auch, okay. Gut, hat sich schon erledigt. So, hier gibt es auch alles Mögliche. Probieren wir es mal hier beim Lebensmittelladen. Gut, warum soll der Gift haben, ne? Zu deinen Diensten. Aber man weiß ja nie. Bis später. Oh, Scheiße, er hat natürlich auch nichts. Tja, Leute. Muss ich's wohl brauen? Ah, für solche Eventualitäten, ne, sollte man sich eigentlich immer Gift aufbewahren. Quest erfüllt. Hat er das als Quest gegen? Nee. Auch nicht. Aber der Galgen ist auf jeden Fall, dass ich kein Gift habe. Ich habe nur das Gegenmittel, ja, gegen Gift. Toll. Also, das ist schön. Konservierungsmittel, alles, was eigentlich eher der Heilung oder so zuträglich ist. Steinmuchsack. Okay. Speichern, Salbe. Ja, manchmal denke ich, ich habe es übersehen. Wie viel Trinker? Och, genug Sechse. Das müsste noch reichen für den Rest des Spiels, denke ich doch. Schützentrunk ist auch eine coole Sache. Ja, das auch. Da kann man im Dunkeln gucken. Gut. Ich komme nicht drum herum, aber ich denke mal, so viel Zeit haben wir noch, ne? Also darf ich hier. Muss ich noch nicht in Panik ausbrechen? Ach, wo ist denn hier? Irgendein Alchemietisch oder so, wenn man ihn braucht. Ey, in der Nähe wenigstens irgendwo. Bier brauen kann man hier, ja. Toll, dass da einer ist, aber wo ich nicht rein darf. Ja, das ist auch keine Quest mit denen, dass man da irgendwie hätte irgendwas. Ach Mann, ey, Leute, es ist wieder am Puppes der Welt hier. Ah,
War doch bei der in Kräuterfrau hier. Oder in Dings. Sasau. Ja, ne, müssen wir nach Sasau ist, glaube ich, noch am nächsten dran, ne? Ja, zum Kloster da irgendwie. Na egal. Ist zumindest per Schnellreise schnell erreichbar, ne? Es ist erstmal wieder dunkel. Naja, gut, dann kann ich ja direkt pennen. Nee, bloß nicht. Nicht in der Nacht, ey. Nee. Oh, zum Glück haben wir relativ gute Chancen, immer auszuweichen. Oh, und bloß nicht gefangen nehmen, ey. Das ist mir auch schon mal passiert. Da war ich schon inmitten der Stadt mittels Schnellreise und wurde verhaftet, ne? Haben wir alles schon erlebt, ja. Ganz toll. Das war schrill. Das war ein schriller Pfiff hier. Na, ist ja auch geübt, unser Heimlich langsam, ne? So. Ach so, ich hätte ja direkt zum Kloster reisen können. Na, ich bin auch gut. Na komm, ich habe ein Dings jetzt bei, da eine Fackel. Mittelalterliche Taschenlampe. So, da können wir wenigstens pennen, ne, im Kloster. Das ist schon mal viel wert. Dann brauchen wir noch Gift und, na, das Schwert kann man ja so irgendwie unscharf machen, denke ich mal, keine Ahnung. Entgraten. Hier, ne? Södele. Ja. Vielleicht müssen wir auch nachts bei dem irgendwie einbrechen. Ich hoffe mal, das ist nicht zeitkritisch, diese Quest, ey. Ah, kann ich mir schon lustig vorstellen, wenn das alles schief geht da. Wenn wir dann uns für die richtigen Hinrichtungsarten entschieden haben. Heißt das natürlich, ne? Ich sag mal, das Clown, wenn der vielleicht am Tag. Ja, vielleicht säuft er ja eine Schenke, ne, am Tag. Sich schon adäquat vorbereiten auf seine. Seine Aufgabe. Achso, jetzt müssen wir es mal brauen hier. Hätte ich mal zuerst machen sollen, ne? Dummer Fehler. Nee. Lesen erstmal. Brauche Gift, Handschuhe. Ach, Ruhe. Ich hab hier zu tun. Nee, boah. Ey, ich kann nicht mal Gift produzieren, ja. Obwohl, vielleicht können wir das auch direkt kaufen, ne? Verdauungstrank. Ja, wir haben eine gutartige Tränke, sag ich mal. Na ja, komm, lass mal los hier. Verlassen. Achso, da muss ich gedrückt halten. Menno! Wo ist das Gift? Kann man hier irgendwas... Moment, vielleicht haben sie hier Gift. Stehlen. Nee. Hab schon alles geklaut. Oh, sehr schwer. Ah, gut, dann warte ich noch ein bisschen. Lass uns mal schnabulieren. Ne? Wir müssen ja regelmäßig futtern. Das ist der Survival-Aspekt hier in dem Spiel. Ey, gar nicht so leicht, ey, an das Gift auf einmal zu kommen, wenn man das abgegeben hat schon. Aber mir war so, als hätte ich es noch gehabt. Also, keine Ahnung. Ah, vielleicht braucht ich das für eine Quest oder so. Also, erinnere mich auf jeden Fall daran, dass da noch was war mit Gift. Aber, tja. Ah, jetzt ist auch eine Wache da. Vorher waren sie unbewacht, okay. Die armen Teufel, machen wir auf hier. So, ein bisschen Licht hier ins Dunkel kommt, ja, ist ja schlimm. So, damit kann man mit ihr, nee, die kann man nur bestehlen. Aber mit ihm kann man doch mal quatschen, ne? Oder Elias? Was machst du hier, ey? Oh, mach's gut, ja, du. Du, mich auch. Ich brauch... Oh, Janka, die gute Seele. Aber hier können wir auch nichts kaufen, leider. Ey, wo gibt's denn hier ein Kräuter, ein Quacksalber oder sowas? Ist doch nicht wahr. Was ist da? Da brennt ein Feuerchen, ja. Das kann alles Mögliche sein. Das kann natürlich auch ein Kräuterkundler sein. Kundiger. Oh, was haben wir denn da schon? Sühnekreuz. Ja. Wo war denn die alte? Wo waren denn hier die Kräuterhexen? Ah, das war auch nichts weiter. Wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Pff, hier. Hier. Kräuterkundler, nein, geh mal da hin. Ist egal. So viel weiter ist es jetzt auch nicht mehr. Sommerpesch.
Oh oh. Oh oh, die erwarten mich schon. Scheiße. Ja. Ich muss erst mal einer Quest hier frönen. Die möchte ich gerne noch machen, ey. Sehr schön, ich habe auch gewartet. Aber jetzt möchte ich die schöne Quest, ne, wo wir sie schon begonnen haben, möchte ich die auch zu Ende bringen, gescheit hier, ne? Ich glaube nicht, dass man das Spiel dadurch verlieren kann. Ja, oh, dann sind wir schon. Ey, hoffentlich können wir das direkt kaufen bei ihr oder ihm. Ihr. Möge Gott dich sehen. Cool. Lass uns handeln. Gift, na also. Ja, ich nehme alles mit. Quatsch. Mal zurück. Warenkorb prüfen. Ah, falschen. Können wir trotzdem. Lässt sich was am Preis. Nun? Ah, aber hier stehen wir noch nicht ganz so gut im Kurs, glaube ich. Komm schon. Endlich eine. Na also, Ruf verbessert. Super. Aufsetzen. So, jetzt müssen wir zu dem komischen Freak da. Zu dem Henker, dem Kuttenbacher Henker allerdings. So, Lelle, machen wir zuerst das Schwert stumpf. Und vielleicht kann man das einfach. Nein. Ist kein Bock auf irgendwelche Sperenzchen hier. Oh, ist das weit. Aber er nimmt schon den kürzesten Weg, glaube ich. Quer durch die Pampa. Der kürzeste Weg, ja. Eieiei. Ah, schon fast wieder Abend hier. Weil er einmal mit der Kirche ums Dorf fährt. Quasi. So, wo ist denn der Typ? Ach, ist der nächtig, der hier in dem. Nee, ist außerhalb. Ja. Am Poppes der Welt. Naja, wo der Henker halt hingehört, ne? Ist das hier sein Sommerdomizil oder wie? Ja. Könnte sein, ne? So, Dalle, was klauen wir denn zuerst? Können wir das festlegen oder ist das jetzt eher. Das ist ein Lager. Okay. Der hat hier sein Lager aufgeschlagen. Ach du Scheiße, hier darf ich nicht mal rein. Bum, bum, bum. Ach, deswegen ist das in der Nähe der Scheune, ne? Kann das sein? Ah, da kommt eine Kuh angedackelt. Was macht die denn hier? Auf Abwägen. Bum, bum, bim, 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 bim. Ja, ich merke schon, das bringt hier nichts am Tag. Muss ich mal die Schenke auf so und zum Glück ist sie hier in der Nähe. Das haben sie schon mit Absicht so gemacht, ne? Und dann speichert er immerhin noch rechtzeitig. Na, falls wir die Quest vergeigen, können wir dann einfach neu laden. Wunderbärchen. So. Mein guter Herr Schmiede. Schmied, sag ich schon, Wirt. Allmächtiger. Was? Ja, ja, gut. Ist eine adäquate Anrede, würde ich auch sagen. Na, Schlafplatz? Hast du ein Bett für die Nacht? Natürlich. Für wie lange? Eine Nur die Nacht. Eine Nacht. Gut, aber gib. Also eigentlich nur die halbe noch. Ich verstehe nicht jetzt. Mir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu. Ja, ja. Wo ist mein Bett? Wo kann ich schlafen? Im oberen Stockwerk des Gasthauses. Die Treppe ist draußen. Deine Kammer ist die mittlere. Okay. Wunderbar. Kammer ist in der Mitte. Super. Geh doch mal schnabulieren, ne? In der Nacht, mitten in der Nacht kann ich das ja nicht. Wunderbar, leicht angefuttert. Schön. Okay, mittlere, ja, stimmt. Hat er uns nicht zu viel versprochen, uns nicht veräppelt. So, dann zieh ich mir mal die Rüstung aus. Alles, einfach alles. So, dann pennen wir mal. Achso, erstmal gucken. Und nicht mehr unter Beschuss steht. Das kann Tage dauern. Mehrere Tage sind vergangen, aber. So viele Tage sind noch nicht vergangen, eigentlich. Strecke. Sabotiere die Hinrichtung. Ah, ich muss nicht sofort hin, ne? Nein, Ehrenwort heißen, ja. Sicher wissen, wie es weitergeht, okay. Desto verbitterter. So.
Es setzt ihm schwer zu, dass der Kuttenberger Henker den Auftrag bekommen hat, wenn ich ihm... Ja gut, das ist ja klar. Tausch das Seil des Henkers, sabotiere die Hinrichtung. Ja, das ist ja allgemein, ne? Ach, das ist optional? Hä? Wieso? Die gehen doch Hand in Hand. Verstehe ich jetzt nicht. Wieso soll das... ja, das verstehe ich jetzt nicht, warum das optional ist. Mach das Schwert stumpf, vergifte die Fleischzange, tausch das Seil, genau. Jo, das werden wir machen. Aber erstmal schlafen und speichern. Am besten bis... bis 24 Uhr. Da sind wir, glaube ich, auf der sichersten Seite. Da pennen die dann alle und da kann ich dann in Ruhe arbeiten. Perfekt. So, Delle. Oh, ist immer noch so laut hier in der Schenke. Gott, die Tür war die ganze Zeit offen? Nein. So, bin ich gut getarnt? Also, ich sehe nichts. Also, von daher, die Umwelt ist für mich getarnt, ja. Redekunst, ja. Hat er die Fackel denn nicht ausgewählt? Was ist denn das hier? Die hat er doch ausgewählt. Achso. Schwert nicht, die Fackel. Na, seltsam. Okay, na gut, auf geht's. Jetzt fühlt mich auch relativ sicher, weil er vorher gespeichert hat. Aber ansonsten hätte ich halt einfach einen Ratterschnaps diesmal genommen, ne? Wo ist denn das jetzt? Achso, falsche Richtung. Sorry. Na komm, gib mal richtig Gas hier. Oh, Wachen auch? Okay, das ist natürlich ungünstig. Wenn die hier rumrennen? Nee, ist keine Wache. Irgendein Bauer. Na, die müssen ja alle Fackeln tragen, ne? Nicht nur ich. Bim, 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 bim. Ist schon wieder diese Musik, ne? Soll ich das jetzt... Jo, die machen wir mal weg. Dann werfen wir uns noch einen Trank ein. Gift, Gegenmittel, ne. Wenn wir das Gift versehentlich schlucken. Ich habe nur noch einen Trank des Nachtfalken. Ne, den will ich saufen. Essen. Huh, danke, wunderbar. Ja, ich hoffe mal, die pennen alle. Nicht essen, sonst knurrt. Sonst arbeiten die Verdauungssäfte. Oh, Scheiße. Hier wird da doch die Utensilien drin haben, oder? Oh, darf das jetzt nicht geräuschvoll knacken. Wunderbar. Trank hält auch nicht sehr lange, ey, muss ich mal sagen. Oh. Was ist denn sein Schwert? Stecher. Oh, ich glaube, das sind nicht die richtigen Utensilien. Leider nicht. Waren jetzt keine Henkers-Utensilien. Oh, Scheiße. Vielleicht sind sie hier. Jo. Das ist leicht. Oh. Ey, Hund, halt die Klappe. Scheiße, ich könnte ihn pfeifen. Wer? Wo? Vielleicht pfeift er im Schlaf. Da ist nichts drin, verdammt. Wo ist denn, diese Utensilien hier? Hat er die hier irgendwo? Kann mir die hier gehaust, sag mal. Die da oben sind, da irgendwie war ich das jetzt lang um zu bezweifeln. Na doch. Was ist denn das Zeug? Die sind Heuballen, aber nichts weiter. Ah, hier ist ein Seil. Ha! Das sollte klappen. Es wird das Gewicht des Schurken niemals tragen. Sehr schön. Okay, das hat geklappt. Scheiße, nicht so laut, Mann. Das haben wir geschafft. Agilität, okay. Okay, jetzt haben wir noch die Zange und das Schwert.
Die Zange. Wo hat er die Zange? Zwiebeln. Der hier noch ist. Sieht hier so detailliert aus. Da ist irgendwas. Das sind Handschellen. Das ist keine Zange. Scheiße, wo hat denn der seine Zange? Hängt das hier irgendwo? Ne. Gibt's da nicht, ey. Liegt hier eine Zange? Nee. Oh, da ist einer. Hey. Geht. Ja, jo, geh mal schlafen. Oh, scheiße, ist so ein dummer Köter. Der ist auch wach da, der eine. Nein. Was willst du? Du hast hier nichts zu suchen. Puh. Scheiße, ey. Was hast du hier zu schaffen? Ist das der Henker? Oh, hat doch gerade so gut geklappt, ey. Vielleicht auf dem Wagen, ne? Kann ich mir vorstellen. Mach mal immer Pfeil und Bogen. Hast du? Ja. Oh, den Hund kalt. Mag ja Hunde, tut mir ja leid, aber... Ey, verdammt! Okay. Ruhe im Schiff. Der Schuss muss von hier gekommen sein. Also wo steckt dieser Bastard? Wen bellst du denn an? Er bellt jetzt gar nicht mehr. Aber ist egal. Auf jeden Fall haben sie gemerkt, dass der einer geschossen hat. Oh, cool, die KI auf jeden Fall. Also, oh, kann man jetzt nichts gegen sagen. Das ist ein Beil. Na Mist, ey, die beruhigen sich nicht. Geht doch erstmal pennen. An dem Wagen könnte was sein, ja. Spannend, ey. Wirklich spannend. Was ist los, Mädchen? Wieso denn so bissig? Jetzt nie wieder. Weiter und ich verarbeite dich zu Wurst, hörst du? Richtig. Grundlos. Boah, riesen Areal, ja. Gut. Bisschen können wir noch, bevor Tell wird, ey. Jetzt reicht. Brich ab. Die Pende hoffentlich, ey. Endlich, ey. Eieiei. Warum sind das zwei? Ich denke, das soll ja ein Henker sein. Ne? Na gut, der hat wahrscheinlich einen Schaffensgehilfen dabei. Der reicht ihm immer das Schwert. Hä? Was war da? Was stand da? Hund. Achso, Plünder. Oh, der ist immer noch wach da. Was soll denn der Mist? Warum pennt der nicht? Da. Ha. Ja. Wenn er jemanden damit foltert, wird der Glückspilz schnell ins Gras beißen. Was ist nu? Oh, ich bin aufgefallen. Okay, das war's. Gut, aber er hat ja zum Glück gespeichert. So, Delle. Oh, wir sind noch in Schleichposition hier. Sehr gut. Gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo die Zange ist. Müssen wir nur noch das Schwert finden. Ne? Zange und Seil wissen wir schon mal. Ist das nicht der Helfershelfer da von dem? Da müssen wir noch den Hund ausschalten. Also der stört ja wirklich maßgeblich. Jojo. Nechodíval bych do Schenk. Komischer Gesang. Ja, fallen lassen. Ja, lass den liegen. Jetzt kümmere ich mich um den Köter. Vorher werde ich noch den Trank einwerfen, damit ich den auch sehe. Ja, den muss ich ausschalten. Das bringt nichts. Der verrät uns ja sofort. Und dann sind die alle alarmiert. Dann kann ich ja nicht in Ruhe agieren. Södele. Tränkchen. Ja, Gift haben wir jetzt bei.
Södele. Genau, Trank des. Was bringt mir das denn, den aufs Schwert zu schmieren, ey? Oder. Was ist denn der Köter? Was ist denn der Köter? Ich sehe den nicht. Da? Ha! Gut, steck mal ein. So hell. Oh, hier keine Fackel. Jetzt brauchst du nicht mehr raushöhlen. Sabotieren. Wenn er jemanden damit foltert, wird der Glückspilz schnell ins Gras beißen. Ja. Ja. Was heißt Glückspilz, aber. Besser als gefoltert zu werden, denke ich doch, ne? Ich hoffe mal, das wirkt wirklich relativ schnell. Ich meine, das waren ja schon Bestien da, die Typen, ne? Aber die da hingerichtet werden sollen, wenn sie es denn getan haben, ne? Genau. Seil haben wir ausgetauscht. Wunderbar. Fehlt nur noch das Schwertchen. Lasst mich raten, der wird wahrscheinlich darauf pennen. Warum ist da eigentlich noch einer? Doch, ja, da sind echt nochmal zwei. Hier muss ich am meisten aufpassen, ey. Sei bloß leise. Oh, ein bisschen Geld kann man trotzdem mitgehen lassen. Sehr schön, da ist es. Haha. Na also. Ah, ich hab's mir fast gedacht. So, Schleifstein. Wo ist ein Schleifstein? Ist die Frage, ne? Sollen wir jetzt kaputt schleifen, das Ding? Ah, da. Okay, habe ich's mir doch gedacht. Scheiße, da kommt der Vogel schon wieder. Nicht, dass der mich jetzt erkennt. Wie schnell ist denn der wach geworden, sag mal? War ja gerade mal ein paar Sekunden. Wird der jetzt mal angezeigt hier, der Schleifstein? Ja. Das ist der Übungsplatz. Achso, Fackel. Stimmt ja. So, zufrieden. Bleib stehen. Ich muss dich kurz durchsuchen. Oh nein, oder? Na? Das kannst du nicht sein. Na, aufgeben. Was ist los? Befehl seiner Lordschaft. Vielleicht können wir ihn ja überreden. Welcher Lordschaft? Die sind alle nicht hier, du Heini. Belästige mich. Ja, Erfolg. Puh, Glück gehabt, ey. Ah ja, das haben sie vielleicht schon so geregelt, dass er relativ schwache Werte hat, der Typ. So, das müssen wir jetzt irgendwie zerstören, beginnen. Ach so, ich kann es mir sowieso auswählen. Ist das Henkers Schwert? Ja, es sieht so aus, ne? Ach so, kann man den Winkel verändern, aber der muss natürlich... Da passiert gar nichts. Irgendwie ist das ein Bug oder so, kann das sein? Mehr Druck, weniger Druck. Achso, mit der... mit dem Mausrad ist gemeint. Okay, nicht mit der Taste. Ja, okay, jetzt haben wir... Ja, Rauch. Rauch, komm. Ja, das sieht gut aus. Und das hinterlässt auch optisch Spuren, okay. Macht das Ding kaputt. Schwarzer Rauch, ja. So, wie sieht's da aus? Oh, ist kaputt. Sehr schön. Ha. Na also, oh, schnell Gaul. Wo bist du? Wir müssen ihn schnell zurückbringen. Okay, ja, zumindest bis... Wunderbar, bis an die Tür kann ich reiten. Also via Schnellreise. Wie spät haben wir das jetzt? Oh, jetzt dürfen sie aber pennen. Ich glaube, dem einen muss ich eine überziehen. Das hilft nicht anders.
Der ist hier wieder wach, wie gesagt, ne? Sonst kann ich das Schwert da nicht in die Truhe stecken. Na, der Hund ist zum Glück tot. Der kann uns nicht mehr stören. So. Oh, puh. Na, jetzt machen wir die Truhe weg hier. Ja, der sitzt da am Feuer, ja, Heini. Und guckt genau dahin, wo wir hin müssen. Ja, war ja klar. Alles andere wäre zu einfach. Aber des Hundes haben wir uns entledigt. Ah, der Henker braucht anscheinend seinen Schönheitsschlaf. Wunderbar. Noch hält der Trank an, noch nicht mehr lang. Nicht so laut. Gegenstand ist außer... Damit könnte er nicht einmal ein Huhn köpfen. Wunderbar. Berichte Hermann von deinem Erfolg. Joa, machen wir. Ja. Na, das hat ja doch geklappt hier. Jo, dann gibt's beim nächsten Mal eine Hinrichtung mit besonderem Gimmick, sagen wir es mal so, ne? Aber bis dahin, Leute, mache ich erstmal Schluss mit der Folge. Ich werde noch unterdessen pennen und alles. Und dann können wir in der nächsten Folge direkt damit fortfahren, dem Hermann von dem glücklichen Umstand zu berichten, dass wahrscheinlich die Hinrichtung nicht so verlaufen wird, wie ursprünglich geplant. Also dann, bye bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer S-Shark. Lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like. Genau, da. Bis dann.